mit deiner Wurfaxt. So, da haben wir. Schnell retten die. So, jetzt kann er den anderen abwerfen und da stehen bleiben, wo er steht. Also safe. Ist links irgendwas nachgespawnt? Schau. Nee, okay. So, wie war ihr Radius? Man sich immer wieder vergewissern. Mhm. Okay, also Priscilla kann ohne Bedenken dann später bis zu dem dritten Block da laufen auf der Brücke. Vielleicht reicht es von da schon, um sie zu versuchen zum Schweigen zu bringen. Nein, bis zu dem dritten Block da unten. Ah, jemand. Ja, aber erstmal müssen wir da die ganzen Minions erledigen. Mhm. Das heißt, Priscilla kann jetzt schon mal auf die Brücke danach rücken. Hinter Hector quasi. Und warten. Ne, Moment, scheiße, wir hätten oben noch weitermachen können. Stimmt. Hab ich jetzt nicht dran gedacht. Kommen ja die nächsten Truppen. Ja, kein Problem. Wir Zielübungen für Hector und Oswin. Heilige Scheiße, Feierabend ist gar nicht mehr so. Ich will Feierabendbier. Oder meinetwegen auch Feierabend-Wodka, ist mir egal. Ich hab's mir verdient, ja? Wir haben heute gut gespielt. Und ich will vor allen Dingen erstmal was essen, Grit. Danke, dass du es beschleunigen möchtest, Hector. I appreciate you. Er hat auch Hunger. Ja, auf geht das! So, oben nicht vergessen jetzt erstmal. Da müssen wir jetzt auch unbedingt ihre Range beobachten. So. Vor allen Dingen muss Florina vorgehen. Sie muss auf jeden Fall erstmal so weit. Also, du kannst erstmal weiter oben auf dieser Insel da verstauen. Mhm. Florina muss dann vorgehen, auf den Bogenschützen gehen, für den Fall, dass wir ihn nicht sofort killen. Nur zur Sicherheit. Mhm. Kann sie auf jeden Fall mehr aushalten. Mhm. Okay. Dann, nächster. Hey, wir machen inzwischen auch 30 Schaden. Guck mal! Oswin. The good guy. Good guy Emperor. Nächste Biete. Das Gute ist, wir können Sonja schon vorher töten. Die Map wird ja erst beendet, wenn Ellie den Thron besetzt. Ja, nur müssen das die richtigen Einheiten machen. Und da sie ein AOE hat, möchte ich sie gerne vorher zum Schweigen bringen. Mhm. Dann gibt es ja auch die bösen Wimpernritter da oben. Deswegen Priscilla nicht einfach so umstellen. Wobei Priscilla könnte jetzt schon mal da den Magier kaputt machen. Und dann könnten wir schon mal die anderen ein bisschen vorrücken lassen. Oder zumindest Hector oder Oswin einen von beiden vor Priscilla quasi stellen. Was versuchst du da? Schaden zu machen an der Anti-Mage-Einheit. Wie gesagt, das Waffendreieck ist auch scheißegal, wenn du einfach so ein Resistance-Monster wie sie hast. Ja. So, Nein, Defense-Monster wie die beiden. Defense. So, jetzt kannst du. Weiß nicht, ich wollte auch mal kurz gucken. Stahlbogen, Geschwert, Lanzenmeister. Dann solltest du Hector vorschicken. Ja, klar, okay, das Giftschwert könnte dann treffen. Aber ich sag mal, in der Wurf. Ah, nee, Quatsch, Stahlachse ist schon richtig. Aber ich sag mal, wenn der vergiftet ist, das ist jetzt nicht die Welt. Das tickt halt jede Runde einen Damage runter. Wir haben eine Healerin in der Nähe. Das sollte nicht das Ding sein. Und der Lanzenmeister hätte halt dann sonst unser General möglicherweise ein bisschen zu schaffen gemacht, aber dagegen macht er nichts. Priscilla kann dann, wenn der Weg laufen.
Nee, oben wollten wir ja noch nicht. Nee. Schlitz. Schlitz. So viel zu seinem Giftschwert. Ja, noch mehr Schaden. Ist gut. Schaut sich irgendjemand noch an? Nein? Nein. Dann kannst du jetzt mit Priscilla erstmal gucken. Kann sie die jetzt von, wenn du sie dahin stellst, wo ich es gesagt habe, zum Schweigen bringen? Nein, das ist zu weit. Da war der Punkt genau. Schweigen. Nee. Alter, wie weit musst du denn laufen, bitteschön? Das ist ja der Shit. Oder obwohl, du kannst sie nach oben schicken. Das erweitert den Radius in anderer Hinsicht. Dahin, genau. Mal hier, schweigen. Ach, shit, yes. Das ist schon beachtlich. Wahrscheinlich muss der Priscilla ungefähr in dieser Umgebung sein, um sie zum Schweigen zu bringen. Ja, das Problem ist, die Pullen lassen sich jetzt nicht mehr pullen. Weil wir könnten sie auf gut Glück dahinstellen in der Hoffnung, dass sie dodgt. Würde gepult werden, wäre schon nicht mehr. Also wenn du jetzt Priscilla nach oben hinstellst, du kannst ja jetzt mal ein Safe-Set machen. Und wir beten einfach dazu, dass sie dem Angriff von ihr dodgt. Hm. Oder so wenig Schaden wie möglich bekommt. Wegen ihrer hohen Resistance. Genau. Das ist das einzige Bedrohliche für sie in dem Moment, der Axtkämpfer, weil der kann sie halt angreifen, weil er an sie rankommt. Aber das sollte sie auch überleben. Hm. Nee, ich würde sie so eins höher stellen. Ja. Genau. Jetzt warten. Atoms, Feuer. Brauchst du nicht mehr. Sie hat ja vorhin auch einmal geheilt und hat ja trotzdem erwidert. Warten. Den haben wir, das war. Obwohl, der kann das Feld davor bis zu diesem dritten Stein, weil da. Dahin reicht ihre Magie noch nicht. Den Stein habe ich mir gemerkt. So, blöd Arsch. Verschwinde. Abracadabra, und du bist weg. Nein, bist du nicht. Hat er sich jetzt genau vor uns gestellt, bitte? Fuck! Aber er hat sich nicht genau vor uns gestellt. Und bisher greift sie noch nicht an. Ich habe Hoffnung. Sie greift nicht an. Okay. Gut, dann versuchen wir das jetzt mal, sie zum Schweigen zu bringen. Funktioniert mit B nicht so nah, oder? Wenn du sie auf diesen oberen Punkt dahin stellst, okay? Nein. Links, ja. Da. Sollte reichen. Schweigen? Nee, ich muss. Okay, ein zweiter vor. Also, wie du es ursprünglich geplant hattest. Hä? Ein zweiter vor soll noch reichen, oder? Ja. Dann kann ich sie zum Schweigen bringen und die Jungs müssten dann alles einreißen. Jo. Nur der Axtkämpfer ist halt blöd. Ja, aber der hat für 7 getroffen oder so. Gerade. Wenn er trifft. Der wird sie doch nicht one-shotten. Der hat doch mehr als 7 KP. Lord Nurgle wird sich eure Quintessenzen holen. Nur den wenigen Auserwählten ist es gestattet, weiterzuleben und die neue Welt zu Gesicht zu bekommen. Perfekte Wesen wie mir. Ach, halt die Klappe und fühl wieder stimmig. Wir haben eine Trefferchance von 3. Das hätten wir vielleicht beachten sollen. Oh. Und jetzt haben wir den Boss getriggert. Wir sollten neu laden. Wir sollten das mit dem Schweigen vergessen und Gott blessen dafür, dass sie nicht angreift. Ja. Und hoffen einfach, dass sie nicht getriggert wird, bevor wir nicht vor ihr stehen. Und dann sollten wir alles wirklich vor ihr assemblen, um sie zu killen. Ich werde das jetzt so machen. Ich werde jetzt Hector vorschicken, Priscilla im Hintergrund, dass sie ihn einfach durchhielen kann damit. Ja. Gut, und Hector regelt. Gute Idee. Ich meine, Oswin kann jetzt Unterstützung kommen, sobald
der Typ mit dem Lanzentyp, Lanzenbrecher kaputt ist. Das müsste ja der Myrmidone da sein. So. Warten. So, und jetzt oben kannst du auch schon mal anfangen, ein bisschen aufzuräumen. Also zumindest erhoffe ich mir, dass es so ist, wie eben gerade der Boss jetzt nicht aber so getriggert wird. Okay, wo ist ihre Range oben hin? Also nach oben hin? Überall. Okay. Wir haben ein Safe-Set, also ausprobieren. Ja. Let's try. Angriff. Am besten noch eine Langsperre, weil da noch andere Langsperren. Wenn man Langsperre tötet, sehe ich. Okay. Den auch nicht. Der hat eine gute Defense, der Boy. Ja gut, Langsperre. Die Problematik ist halt... Warte mal, was hat er für eine Waffe? Silberbogen. Der wird trotzdem auch nicht Damage machen. Hm. Wie viele Schaden nehmen? Schauen wir mal. Im Vergleich. 16. 16 Schaden würde er reißen. Am besten müsste ich ihn dann auch mit Tief angreifen. Also wie viel Schaden würde Heath machen können? Ich will nur alle Eventualitäten. Er killt ihn instant. Der würde ihn komplett. Okay, dann machen wir das so. Übertreiber! Mimi. Ja, es ist Nörgel, Junge. Nörgel. Das hat so richtig den Moment gespürt, in dem dein Brain angefangen hat auszusetzen. Nörgel. So, was ist Göttlichkeit? Das ist einfach nur ein Spell. Light Magic Spell. Okay. Da kann sie den Dunkelmagie-Typen da ausschalten. Das will ich nicht. Würde ich jetzt sagen. Mhm, würde ich auch sagen. Aber mit dem Langspeer. Okay. Hier. Das war du Arsch. Goodbye. Das gilt auch für dein Leben. So. Kann man sich vorstellen. So, beenden und jetzt hoffen, dass sie nicht getriggert wird. Sie wird getriggert. Warum denn auf einmal? Eben gerade stand er doch auch in ihrer Reichweite und wurde nicht getriggert. Keine Ahnung. Jetzt hat sie okay. Nur noch 4 Anwendungen. Ja. Wollen wir weiter gamblen, oder? Früher oder später müssen wir jetzt wohl hoch. Ja. Und ja, darum geht's ja nicht mehr. Es geht, wir brauchen ja die Kisten. Ja, yeah, come on to me. Next one. Schnauze! So, er geht auch auf uns. Trifft auch den Kostsack. Er wird auch treffen. Nein, doch nicht. Okay. Das knapp mit 60% ist gut. Er geht natürlich auf den, der sie nicht wehren kann. Arschkopf. Das Schöne ist aber, wir haben die jetzt getriggert. Das heißt, eigentlich könnten wir uns jetzt wieder zurückziehen in den Radius, wo sie uns nicht treffen könnten und könnten versuchen, uns eben gerade mit 2 Heilmitteln einmal zu healen. Wie weit ist hier der Triggerradius? Ah. Ihr Triggerradius. Ihr. Von ihr, ja. Ja, ihr ist viel. Ja, deswegen, also wir, ja genau, wir sollten sie nach da oben hinziehen. Sie komplett aus dem Angriffsradius raus, erstmal, weil sie doppelt halt auch nicht. Heilmittel. Und jetzt ihn. Mit einem Heilmittel oben hinstellen vielleicht. Auch rausziehen.
also aus ihrem Triggerradius, aber vielleicht, dass wir das einwirbeln, weitergepult wird. Welcher kann weiterlaufen? Wir können gerade beide sie angreifen. Was ich machen könnte, ist ihn hier hinstellen, dann könnten sie nur ihn angreifen. Er könnte nur. Ja. Dann ja, gut, aber er hat auch weniger Leid. Ne? Du kannst es versuchen. Wir haben ja den Safe-State. Ja. Item haben wir nicht. Tauschen. Tauschen. Tauschen? Ja, tauschen. Sie hat auch kein. Das war ihr letztes Heilmittel? Ja. Okay. Dann müssen die erstmal hier warten. Nee, dann müsste er einen da killen. Oder? Wen will er rausnehmen können? Ihn könnte er rausnehmen zu 100%. Ihn genauso. Also wenn du das schon so machst, dann würde ich ihn aber auf die Säule stellen. Kann ich auf die Säule. Aber du könntest ihn... Wie ist das jetzt am schlausten? Wenn du ihn oben hinstellst, dann werden die beiden wahrscheinlich auf ihn gehen und versuchen, ihn zu töten. Mhm. Ist er dann aus der Reichweite von ihr? Ja. Also müssten wir beten, dass er dodged und überlebt. Also du meinst hier oben hinstellen dann, aus ihrer Reichweite raus. Ja, meinetwegen auch neben Dingens. Neben Florina. Dann geht vielleicht einer auf Florina. Mhm. Hast du das richtige Item ausgewählt? Die Stahllanze, okay. Die haben ja beide ja, das ist eine Sache. Sachen. So, und jetzt wird es wahrscheinlich auf Hector gehen, oder? Wie gesagt, wenn sie ihn angreift und ja, das sollte, ist okay. Ist okay. Das macht so okay. Erstmal der Warenreiter auf Heath. Der erste hat schon mal verfehlt, das ist sehr, sehr schön. Ist tot. So, komm, jetzt noch der nächste Runde. Er hat auch verfehlt. Oh, geil. Endlich ist Iron Jesus mal auf unserer Seite, Boys. Mhm. Ein Hoch auf Iron Jesus. Jupp. Dieser Kampf ist ein ziemlicher Krampf. Vor allen Dingen, wir haben bisher auch noch nie irgendwo ein Elixier kaufen können. Das wäre auch so wertvoll gewesen. Mhm. So, der muss weiter vorlaufen, weil er wird von ihm nicht getriggert. Lustigerweise auch nicht von ihr. Jetzt wird er von ihr wahrscheinlich getriggert werden. Ja. So. Ja. Die beiden bleiben da oben erstmal. Erst müssen wir sie vernichten. Ja. Mal gucken, was passiert. Die nächste Aufgabe wäre dann, dass wir die Wirrenreiter triggern. Mhm. Okay, es könnte so geskriptet sein, dass die da oben sie triggern, weil es da ums Stehlen geht. Das könnte sein, ja. Du kannst ja in der Zwischenzeit schon mal, solange wir jetzt da uns erstmal mit ihr beschäftigen müssen, kannst dir mal einen Reiter losschicken. Du kannst hier mit Heath kannst du nehmen sie. Ja. Genau. Also und dann warten. Achtung. So, dann kannst du mit ihr kannst du jetzt Elimo drüber holen. Den brauchen wir ja auch. Mhm. Und das werden wir heute noch irgendwann essen wollen, dass sie beenden wollen. Ja. So, wie laufen die, wie weit laufen die da? Der erste wird da getriggert, da pullen wir sie einzeln. Das ist eine gute Idee. Hector läuft jetzt dahin. Er kann dahin, ne? Genau, da war es. So, wie weit kann Priscilla laufen? Also warten. Sie käme jetzt noch an ihn ran. Das heißt, also von oben sowie auch von unten, sie bleibt da stehen. Mhm. Gut. Jetzt fängt sie damit an. 37%! Gut, dass wir eine Pflege haben. Jetzt hat sie 3 Aufladungen auf ihrem Gewitter.
Kann man nicht so eine Vampiric Lance oder Axe oder Sword einführen? Das wäre nice. Das wäre echt nice. Das ist zum Beispiel etwas, was vor allem immer noch nicht hat. Also du kannst jetzt mit ihr, Hector, mit Pflege erstmal wieder hochheilen. Spekulieren wir darauf, dass sie jetzt ihre Anwendungen verbrät. Stabjäger. Also ich gehe davon aus, dass Priscilla mindestens einen Damage von ihr, also eine Attacke von ihr tanken kann. Sollte. Wegen ihrer hohen Resistance. So. Sollte wesentlich aus. Wir sollten den anderen Axtwichser auch direkt pullen jetzt. Anderen Riven Rider. So, du kannst. Da. Ja, okay. Hector, marschiere. Er schafft es nicht. Ja, ist egal. Dann im nächsten Zug. Aber wir können ja schon mal dahin. Yep. Vielleicht kann der Typ ja auch wieder weiterlaufen als gedacht. Die Dose solltest du auch nachziehen. Weil ich glaube, wir brauchen mehrere Leute, um sie dann zu kennen im Endeffekt. Ne, wo ich bis maximal wohl laufen kann. Warum? Was soll denn passieren? Sie kann ja nur einen pro Zug angreifen. Mhm. Irgendwann hat sie auch keine Aufladung mehr drauf. Dreimal kann sie noch angreifen. Aber warum hast du denn Florina nicht weiter rübergeschickt? Verdammt! Florina! Jetzt hat sie gerade gar nicht mehr angegriffen, weil sie gerade keinen Bock mehr hatte. Kann gut sein. So, Elliwood kann schon mal wieder hoch. So. Genau, ein Feld. So, warten. Dose, weiter vorlaufen. Priscilla, hinterherlaufen. So, Zug beenden. Jetzt attackiert die Dose. 140, bitte. Selbst wenn sie trifft, sind es 15 Damage. Ja. Sie hat genug mehr als genug Life Points und wir haben Fliegen. Jetzt hat sie noch zwei Anwendungen. Zweimal kann sie es noch einsetzen, gleich hat sie keine Bodyguards mehr. Ich spekuliere eher darauf, dass sie bald keinen Body mehr hat. Die weiße Schlampe muss sterben. So. Florina, aufsammeln. Restmüll, ich meine Elliwood. So, und jetzt übergeben. Der Pegasi-Reiter kommt. Der neue Slogan der deutschen Bahn. So gut. Feeble Winter ist keine Maximum Range Magie. Müsste ein bis zwei Felder wieder sein. Soll ich hier einen Safe State machen? Ja, ist eine gute Idee. Wir sind weit gekommen bisher. Wir nehmen schon wieder sowas seit 4 Stunden auf, also wir hätten sowieso gleich beendet. Nach diesem Chapter. Warte. So. Florina. Warten. Sie wurde benutzt. Okay, dann warten. Sie ist sehr, sehr dosenfixiert. Ja. Yep. Das wird jetzt gleich ihr Ende sein. Im nächsten Zug. Also im übernächsten. Weil wir müssen erstmal heilen. Und langsam steht ich gerade vor. Ja, Brücken schön. Tralala. Florina, weiter nach oben. Nach oben. Wir wollen doch da hoch zu. Elliwood können wir ja dann unterwegs absetzen. Wir haben noch jetzt Brücken. Stimmt. Oder nicht? Warte mal, wie weit gehen die Brücken? Ja, doch, ist noch verbunden. Okay, wie es aussieht, ist jetzt alles mehr oder weniger. Ja, okay, jetzt da. So, Heiler, tu deinen Job, bitte. Heil, Priscilla. Das war nicht mehr schlecht, ganz zu sehen. Egal. Weniger Kontroversität. So, können die beiden jetzt schon auf sie einschlagen? Wohlfrei. 212 mal 24, 20 hätte sie dann noch über. Easy. Und sie kann sich nicht mal wehren. So, safe state. Jetzt müssen wir nur treffen. Ich sage, wir haben über 80%. 15% bis zum Maximum. Finish her!
Fatality. One shot. Du bist vollkommen nutzlos. Da hast du vollkommen recht. Sagte dein Blond Nörgel mal. Der bringt gerade unsere Dezibelmeter zum Platzen. Oh Gott. Es hat ein Ende. So, jetzt kann Florina auch wieder runterfliegen, weil... Nein, nicht wegwerfen. Wir haben doch kein Mehl. Ah, Scheiße, stimmt. Werf den Langspeer weg. Das ist mir egal. Wir haben noch genug davon. Langspeer, freut mit dir. Ja. Siehst du mal, wie ernst die Dose ihren Job nimmt. Und wie sehr sie darauf Bock hat, ihm seine, EP wegzunehmen. Den guten Hector. Das war geil. Das war so geil. Plötzlich wirbelt er mit der Lanze und durchbohrt das Miststück. So schön. Jetzt bohren gleich so 5 von ihr nach, weißt du? Bitte. So, Florina weiter runter. Ich meine, hier könnte sie ja Hector eigentlich absetzen. Ja? Sie kann ihn ja jetzt weiter runterbringen. Ja, ja. Stimmt, ja. Ich müsste jetzt keine Angst mehr vor der Frau haben. So, und du kannst absetzen, denn jetzt wird erstmal gelootet. So. Was noch nicht. Ja, deswegen kannst du hier absetzen. Ja, kannst du auch im nächsten Zug. Ist ja egal, wir müssen ja einige Truhen aufmachen. Truhe. Nummer 1, Erholung. Wuhu. Jetzt. Wir haben, was haben wir? Also zwei Spaces. Ein Platz haben wir noch so. Ein Heilmittel können wir wegschmeißen. Mhm. Wie viel hat der Typ oben mit dabei, unser Wirbelreiter-Kumpel? Er hat auch noch Platz 2. Mhm. Sollten wir hinkriegen. Das ist gut. So, hier einmal absetzen. Und schon wieder Richtung rüberfliegen. Weil wir treffen uns dann auf halber Strecke, dass dann er quasi ihr den Dings gibt und er im nächsten Zug bringt nächsten Zug den Dieb dann da runter zu der Truhe und so weiter. Mhm. Thorsthorn, wieder was für Linien. Mhm. Jetzt kannst du mit ihm schon mal tauschen. Bitte schaut es vor. Ja. So, eine ganze Runde einfach nur noch Beyblade sehen. Warten. So, da wartest du jetzt, bis du darfst. Willst du bleiben, wie du bist. So. Das öffnen. Fendry. Nice. So, bevor du ihn jetzt aufsammelst, also nur Turn beenden. Ende. So, jetzt wirfst du sein Heilmittel weg. Oh, scheiße. Item. Jetzt mit dem Typen aufsammeln und Richtung runterfliegen. So, mit ihr kannst du jetzt hochfliegen und ihn dann nehmen. Und dann wieder runterfliegen. Achso, sie kann nicht. Okay. Egal, wir haben das Level so gut wie beendet. Yep. Das war aber auch eine Geburt. Das Nebenkapitel. Fick dich. Ich find's gut, dass wir es gemacht haben, sonst hätten wir nie die Möglichkeit bekommen, diese Schlampe zu töten. Richtig. So. Tut mir leid, dass ich mal so unverblümt jetzt sagen müsste. Aber ist doch wahr. Die beste Frage. Tempofehler. Ist schon was Gutes? Es erhöht Geschwindigkeit. Oh, nie verkehrt. So. Besetzen. Beenden. Oh. Arigato gozaimasu. Meine liebe Nina. Onkel Jan, was bin ich froh, dass du unversehrt bist. Ja, ich hab gar nicht gekämpft. Ich hab mich nur versteckt. Ich bin nur ein feiger alter Mann. Als diese Frau den Commander tötete, konnte ich nichts dagegen tun. Vater, er ist tot, nicht wahr? Selbst wenn ich nicht seine wahre Tochter war, so war er doch voller Güte zu mir. Doch nur Sonja. Du
Du hast die Wahrheit erfahren? Ja. Ich verstehe. Lass mich dir dies zurückgeben, Mädchen. Ein Anhänger? Er gehörte deiner wahren Mutter. Der Commander hat Sonja niemals voll und ganz vertraut. Er ließ seine Agenten ihre Vergangenheit durchleuchten. Dabei hat er viel entdeckt, zum Beispiel woher du kamst. Er machte eine Frau ausfindig, die in deinem Haus gearbeitet hat. Als er von dir erzählte, brach sie in Tränen der Freude aus. Sie bat ihn, dir dies zu übergeben. Ich liebte die Black Fang. Nurgle und Sonja haben sie zwar zerstört, aber... Nurgle, verdammte Axt, ich hasse ihn. Die Black Fang, die von meinem Vater und meinen Brüdern gegründet wurde, war voller Güte für mich. Ich habe sie als meine Familie betrachtet. Entschuldigung. Das war eine gute Zeit. Onkel Jan, vielen Dank. Sir Anhänger, ich werde ihn stets in Ehren halten. Pass gut auf dich auf, Mädchen. Lebe glücklich. Auf Wiedersehen, Onkel. Wir sehen uns wieder. Eines Tages. Ich hoffe nicht, weil sonst ist dein Auftrag, mich zu töten. Das wäre vielleicht nicht so gut. Hast du dich verabschiedet? Ja. Danke. Ihr seid gekommen und habt mir gesagt, dass wir Freunde sind. Das hat mich sehr glücklich gemacht. Darf ich mit euch reisen? Aber natürlich. Nicht wahr, Eddiewood? Wenn dies dein Wunsch entspricht, dann wird es uns eine Freude sein. Wirst du uns fortan zur Seite stehen? Ja, ich werde mein Bestes geben. Das verspreche ich. Jafar auch. Moment mal, das habe ich nicht unterschrieben. Ich glaube, Heiko... Wir sollten ins Lager zurückkehren. Die Nacht wird kurz werden. Du hast recht. Wir sollten am ersten Licht des Tages aufbrechen. Der Schrein der Siegel erwartet uns. Sonja, geh. Geh weg, erwünschte Marionette. Lord Nurgle, helft mir. Marionetten haben keine Essenz, die man ernten könnte. Lord Nurgle seid ihr nicht länger von Nutzen. Was? Was hast? Was wirst du? Ich bin ein Mensch. Warte. Ich bin ein Mensch. Menstruiertes Monster? Ja! Tja, ich würde mal sagen, wir haben das Chapter geschafft. Endlich. Show your Atlas Flex. Ja, so, Kamera, ich muss heute raus. Man sieht es nicht. Scheiße. Verdammt. Ja, wir flexen gerade. Ich habe Muskeln. Auch wenn ich es ja erst zum ersten Mal gespielt habe. So, jetzt ein Safe State machen. Liebe Freunde, eigentlich habe ich gehofft, dass wir das Chapter jetzt schneller beenden könnten. Aber dieses naive, dumme Mädel hat uns doch etwas Nerven gekostet und zur Vorsicht gezwungen. Mhm. Wir beenden für heute die Aufnahmesession und fördern morgen hoffentlich zum letzten Mal eine Aufnahmesession durch und werden dieses Spiel morgen bewältigen. Haha! Wir danken euch fürs Zusehen und wünschen euch noch eine schöne Zeit. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin. Guten Appetit. Dass du immer nörgeln musst. Haut rein. Haut rein.